Damit herzlich willkommen zurück zu Torchlight 2. Ich war auf dem Weg, ich laufe einfach mal los. Ja, es ist bei mir gerade 22 Uhr, ich bin ein bisschen ruhiger in der Stimme. Man möchte ja ungern hier irgendjemanden wecken in der Nachbarschaft. Aber, boah, diese Riesenviecher, die einfach rumliegen. Ja, wir hatten ja letztes das Problem, dass wir doch recht schnell gestorben sind in der Gegend hier. Level 14 bis 16. Den Symptomen nach hat sich der Großregent eindeutig mit der Krankheit infiziert. Er bestand aber darauf, seine Reise fortzusetzen. Die Sicherheit des Wächters habe Vorrang. Aber wenn diese Krankheit eine Art magische Verderbnis ist, dann trägt der Großregent sie geradewegs zum Wächter. Das wissen wir ja. Aber das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Ich würde mal ganz kurz noch mal ganz kurz gucken. Und mal ganz kurz. Haben wir denn noch irgendwas, was uns verbessern könnte? So, wir haben ja noch ein bisschen was aufgesammelt. Das ist jetzt hier nicht unbedingt. Das können wir noch nicht anlegen. Das können wir auch noch nicht anlegen. Einzigartig Sockelbar Glück bei Magie finden im 2% erzählt. Das Glück beim Magie finden? Verstehe ich nicht ganz. Was soll das machen? Egal. Den nehme ich hier, glaube ich, auf. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Item. Bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht genau sagen. Also, ja. To Enclave. Wir müssten ja jetzt irgendwo hier sein, gell? Die Enklave, sind wir hier hochgelaufen? Ich muss mal hier irgendwo sein. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht gleich wieder sterben. Ganz kurz mal reinfinden, nochmal bevor ich jetzt hier, ich bin schon wieder auf ASTW. Und die 5 sind, nehme ich ja selten. Alles klar, okay. Mana kurz aufladen, bevor es weitergeht. Da ist ein Felsen, den nehme ich mir noch. Okay. Den nehme ich mir noch kurz, was haben wir denn hier? Ich brauche mehr Mana. Wir haben echt Mana-Probleme, ne? Das ist ein bisschen krass gerade momentan. Unsere Spells verbrauchen eine Menge. Aua. Ich habe wenig Mana. Ja, das ist mir aufgefallen. Stirbt. Nicht genug Mana. Ist mir aufgefallen. Wow. Ach, Katze hat sich um den gekümmert. Vielleicht sollten wir vielleicht mehr die Katze machen lassen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Weil die Katze flieht zwar kurz, aber ist dann ja wieder zurück. Ich habe nicht genug Mana. Boah, macht das Schaden. Aber die Katze macht doch ganz schön Damage. Das ist zwar so eine, also für den Helden natürlich eine feige Angelegenheit, wenn man alles die Katze machen lässt, aber... Oh la la, selbst die Kleinviecher machen ja ordentlich Schaden. Warum muss ich auch den Bogenschützen nehmen? Ich bin eigentlich so ein typischer Kriegertyp, aber ich dachte mir, hey, Bogenschütze mal, warum nicht, aber... Zugang zum Wachtempel. Wow. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Euer Begleiter ist verwundet. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Autsch. Euer Begleiter ist verwundet. Kann ich mir immer noch nicht vorstellen, warum. Zugang zum Wachtempel betreten geht anscheinend noch nicht. Kann ich auch nicht so rein. Interessant, komme ich also später wahrscheinlich hin. What the fuck? Ich habe wenig Mana. Ja, das wenig Mana. Nichts, was wir. Nichts, was neu wäre. Ich brauche mehr Mana. Ich heiße euch willkommen.
Vielen Dank, dass ihr uns zu Hilfe gekommen seid. Wir wurden von Zerpisch und in Koch... Was? Wir wurden aus Ceripesh in der Knochenwüste hergesandt und sollten die Therapie, die Hilfe der Esterianer im bevorstehenden Krieg gegen die Ezhorin... Ach, da könnte sich kein einfacher Namen aussuchen. Esrohir sichern. Großregent Eldrain erlaubt uns, die Raureihflügel nach den goldenen Tarnrad zu durchkämmen, und wir hatten unsere Suche auf dieser Gegend eingegrenzt, als wir von Goblins angegriffen wurden. Jetzt sind wir zu schwer verletzt, um die Suche fortzusetzen. Könnt ihr uns unterstützen? Durchsucht den Raureihflügel nach 3 Komponenten. Den Wappen der Teiche, den Wappen der Flüsse und den Wappen der Gezeiten. Bringt sie hier und ich werde euch im Namen des Volkes Zerafi belohnen. Belohnen. Felsen? Ihr habt eine neue Quest. Was ein Glück, dass ihr vorbeigekommen seid. Nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit und jetzt würde ich die Botschafter gerne sprechen. 48 Gesundheit klingt besser als unsere schon mal. Klingt nicht so gut wie unsere. Ich nehme den. Euer Ruhm ist gewachsen. Und wir haben Fähigkeit dazu bekommen. Das packe ich mir direkt mal in ich glaube, Fesselschuss bringt es momentan nicht ganz so. Giftexplosion könnten wir Chaosausbruch. Verschießt 3 chaotisch abprallende Projektile. Klingt geil. Klefenschwung. Klingt auch geil. Und was ist das? Verfluchter Atem. Ein verfluchter Atemhauch vergiftet eure Gegner. Wenn sie sterben, werden sie im Schatten gegen Unhörde fahren, die 10 Sekunden lang für euch kämpfen. Das klingt interessant. Nehme ich aber auf die 5. Aha. Und es geht so oft, wie ich will, oder? Alter, der Mundgeruch, der Junge. So, na, dann wollen wir mal hier schauen. Warte, Moment. Das will ich mal ausprobieren. Wo ist die 5? Da. Hat der jetzt irgendwie... Nö. Diese Never-Viecher. Oh, die sind echt eklig. Ich will das mal ausprobieren. Wahrscheinlich eher was bei größeren. Ich will das mal ausprobieren. Mist. Das ist keine so gute Taktik, glaube ich. Ich brauche mehr Mana. Okay. Hier alles erkundet. Da sind noch Felsen. Ist aber nichts drin. Oh, ich hasse diese Viecher. Gut, dass man die Katze betäuben kann. Verlasse den Zugang zum Wachtempel. Jojo. Jojo. Da ist aber auch selten was drin in den Ohren, ne? So oft ist da gar nicht. Falsche Taste. Was? Leder irgendwas? Bestimmt ein Ledergürtel. Ledergürtel. Hier sind nur Spinnen. Und hier gibt es soweit nichts mehr. Was haben wir denn? Whoa. Hilfe, Katze, töte es. Ich habe Angst davor. Eigentlich nicht, aber töte es. Tor. Wow. Alter. Oh, was ist das? Euer Begleiter ist verwundet. Ich habe wenig Mana. What the fuck? Euer Begleiter ist verwundet. Stufenaufstieg.
Alter. Boah, was für ein Vieh. Stirb, stirb, stirb. Alter, was ist das denn? Alter! Ihr seid tot. Was ist das? Wenn der komische Strudel dich trifft, bist du erstmal ein halbes Leben verloren. Vor allen Dingen bist du erstmal ein halbes Leben verloren. Ist perfekt in Deutsch einfach nur. So. Ich schieb's jetzt mal darauf, dass das liegt an Österreich. Das ist. Ja, das macht einfach Kirre im Kopf. Weiß Bescheid, Österreich macht Kirre im Kopf. Kiri im Kopf. Kiri, lecker. Hier geht's aber auch irgendwie. Lol. Was ist das wieder? Was ist das für eine riesen Map? Hier kannst du ja gut leveln. Also wir sind ja Level 16 geworden, ne? Level 16. Ich würde einfach mal die Fernkampfmeisterschaft an sich verbessern. Es gibt bestimmt noch eine Menge Verbesserungen, die wir jetzt noch nicht durchgeguckt haben und so. Und falls ihr da irgendwelche Tipps haben solltet, ich nehme ja immer, ich hinterspiele immer ein sehr kleines Stückchen auf, also da könnt ihr ruhig gerne mal was sagen. Das wird dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten 4-5 Folgen umgesetzt. Geld haben wir ohne Ende, ich weiß nicht warum. Wieso habe ich Mana-Tränke auf der 5? Ich pack mir auf die 5 mal... Cool! Halt Abklingzeit, aber... Goblin-Schlitzer. Sieht nicht sehr freundlich aus. So, hier haben wir nichts mehr. Kiste, Kiste, Kiste. Oh, geil. Geil. Oh, ist eine Bombe. Boah, Alter, das dachte ich aber. Ich dachte so, hä, was ist das denn? Und ja, da war es eine Bombe. Kiste. Das war ein Skelett. Und das war nichts. Hier geht's nicht lang. Auch hier geht's nicht lang. Wow! Klick. Das zerschmettert, also es kann also sein, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die Bombe kann auch Gegenstände, die wir da freigeschaltet haben, zerstören, wenn sie in die Luft geht. Kann ich jetzt aber nicht mit Sicherheit sagen, würde ich aber vermuten. Boah, das hier in Kisten liegt. Boah, krass. Aber wir können irgendwie nur hier rein. Es erfordert Level 16 bis 17. Wir sind Level 16. Ich guck mal ganz kurz, was wir hier noch für Waffen bekommen haben. Wir haben auch den neuen Handschuh bekommen, gell? Irgendwo hat man ja einen neuen Handschuh. Ist das der? Nee. Ist der hier, genau. Den nehme ich mal, der gibt nämlich Gesundheit. Da habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf, denn... Wir sterben alle sehr schnell hier immer. Also nicht alle, sondern ich, aber... Psch, muss ja keiner wissen. Ja. Wollen wir es probieren, oder? Ich weiß nicht. Dann kommen, wir haben so viele Quests gerade offen, dann gehen wir einfach mal rein. Das ist... Irgendwann sind wir schon Level 18 oder sowas und dann passt das schon. Die Glutsteinrissmine. Wow, das geht ja auf. Was? Ihr seid hinüber. Ich brauche unbedingt neue Rüstung. Was war das denn? Boom, tot. Okay. Ja. Wir können ja hiervon nichts verwenden, ne? Dann kriegst du mal alles, was hier noch nicht... Achso, Quatsch. Was mache ich denn? Oh, fuck. Jetzt habe ich's. Den behalte ich mal kurz, der sieht gut aus.
Die sieht nicht schlecht aus. So, jetzt sind wir ganz kurz gucken. Sehr hohes Angriffstempo ist dasselbe. Körperlicher Schaden ist höher. Über Mitte 35 Körperschaden für 5 Sekunden. Der Großbogen ist aber krass verzaubert, ne? Ich werf die... Ja, doch, komm weg damit. Obwohl, nee, warte mal. Wir können ja später noch Akimbo, habe ich gesehen, machen. Das will ich mir mal ganz kurz reinziehen. Guck mal ganz kurz ins Inventar der Katze. Was hat die Katze jetzt auch dabei? Die Katze hat nichts dabei.